Willkommen zurück bei Dragensang. Ich hoffe mal, dass von der Performance weit passt. Bin im Hintergrund noch am Umrechnen der Videos von gestern Abend. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sollen nun mal schauen, was denn all das hier Schönes treibt. Also, falls man nicht ganz so rund läuft, wie man es erwarten möchte, nicht wundern. Es könnte daran liegen, dass er halt im Hintergrund auch noch parallel auf 6 Kern. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Auf 6 Kern, wie gesagt, zig Gigabyte an Videofiles am Umrechnen ist. Aber Handbrake schien ja eine halbwegs vertretbare CPU-Last zu haben, sodass sich eigentlich gegebenenfalls nur die Festplattenzugriffe ein bisschen verzögern könnten. Wo eigentlich auch nicht, dass unabhängige Platten sind. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Gerade nicht hundertprozentig im Kopf, wie die Busse auf dem Mainboard liegen für die einzelnen HD-Controller. Aber anscheinend scheren sich IDE und Primera Serial Atta teilweise die Datenleitung. Zumindest wenn ich es nicht besser wüsste. Denn irgendwie kommt es mir gerade so vor, als würden die Ladebildschirme ein bisschen länger dauern. Aber es gibt hier schließlich Schlimmeres. Weshalb es gerade ein bisschen ruhig läuft. Denn eigentlich sollte genug CPU-Leistung da sein. Moment. Ich wechsle mal kurz im Hintergrund und werde mal wenigstens eine CPU-Core freischaufeln. So. Rechne aktuell im Hintergrund nur noch auf 4 Kern. Theoretisch sollte es jetzt wieder deutlich flüssiger laufen, wenn es die Problematik war und nicht, dass der Festplattenbus überlastet ist. Oh mein Gott, teilweise brechen die Frameraten ganz schön ein. Ihr habt also den wahren Täter aufgedeckt. Gut gemacht. Und übrigens, das Quartier der Dame Aldessia findet ihr in der Nähe von Grazimas Lager. Also im zentralen Schacht ein paar Treppen hinunter. Viel Erfolg. Vielen Dank. Sehr gut. Die Frau hat ausgespielt. Vielen Dank. Du bist ein wahrer Freund. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Das habe ich gern gemacht. Du bist großmütig. Aber ich möchte mich trotzdem bei dir bedanken. Wir nehmen diesen Ring als Zeichen meines Dankes. Ich danke dir, holde Salina. Und was mit dir, da hast du jetzt vor. Ich weiß noch nicht recht. Eine Zeit lang in Morolosch bleiben und mich von den Strapazen erholen. Dann weiterziehen. Hier kein Groll gegen die Zwerge. Aber hier auftreten möchte ich jetzt nicht mehr. Dann wünsche ich dir viel Glück bei deinen weiteren Reisen. Leb wohl, meine Gauklerin.
können wir erstmal schauen, was für einen Ring wir denn zugesteckt bekommen haben. Nicht identifizierter Ring. Das können wir doch schnell nachholen. Ein Ring des Lebens. Maximale Lebenspunkte plus 10. Sprich, Freund. Es sieht mir gerade so aus, als würden teilweise so Ruckler, die ihr wahrscheinlich auch im Video bemerken werdet, damit zu tun haben. Dass hier schließlich ganz schön auch auf Festplatte rumgeackert wird. Das war wahrscheinlich schnell genug, die Daten von der Grafikkarte damit nicht mehr füllen kann. Aber betreten wir doch mal Eldessias Gemächer und schauen mal, ob sie zu Hause ist. Sicht kann ich nur noch mal sagen, gelobt seien die guten alten Zeiten noch mit vernünftigen Skasi-Bussen in den Rechnern, wo man deutlich weniger Probleme mit Last auf den Datenbussen hatte. Ah, naja, man kann nicht alles haben. Das ist ein lustiges kleines Gemach. Vielleicht finden wir ja was Brauchbares. Bei Aldessia gibt es sicher einige Antworten, auch wenn sie die Fragen nicht gerne hören. Jetzt werden wir ihr mal auf den fauligen Zahn fühlen. Ich will wissen, was sie plante. Möchte Vorgem auch noch was sagen? Nein. Irgendwo habe ich gerade eine Falle entdeckt. Zwei hier oben. Wie es aussieht. Alles klar. Achso, ist noch nicht mal mehr verschlossen. Oh. Interessante Absicherung für eine kleine Pfeife. Dann gibt es hier einen Nebenraum. Schauen wir nochmal weiter. Was sucht ihr in meinen Gemächern? Hinaus! Wir sind im Auftrag König Aramboloschs hier, um euch in Gewahrsam zu nehmen. Eure Machenschaften sind aufgedeckt, Eldessia. In Gewahrsam? Lächerlich! Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Oh. Ein paar süße kleine Golems. Candidus. Ai. Saranar Ayorla. Ein Zwerg, ein Wort. Ja! Alles klar. Phurax, ja. Burschen scheinen ganz schön hart im Nehmen zu sein. Mandaya Ioai Banda.
Bei meiner... Na klar. Yandra Aikara. So, sie wäre schon das mal niedergestreckt. Ha! Meint ihr? Dann sollten sich alle schon mal um den Steingolem kümmern. Mein Atem geht ruhig. Ja, weg! Da! War hier! Und optimalerweise... statt dem Jagdpfeil einen Kettenpfeil benutzen. Na klar. Ja. Ein wenig Wundpulver kann garantiert den Kombattanten nicht schaden. Alles klar. Zeritus, Zarsania, Astus, Alauja, Albrasora. Folgt mir. Okay. Sie könnte einen Heiltrank trinken. Jetzt wird's ernst. Aufgepasst! Für Ardo! Da! Der nächste, der ein bisschen Nachschub trinken kann. Mein Atem geht ruhig. Alauyama. Albasso. Leider aktuell folgt wirklich Zaubertränke, Attacke, die sich eignen, um Kampfkontrolle einzustellen. Naja, man kann schließlich Sanja nicht alles haben. Trinken. Ei.
Mandaya Ioai Vanda. Heya! Na klar. Obwohl, sie kann auch mal den Ring identifizieren. Den Ring der Gewandtheit. Fünf Kettenbrecherpfeile noch. Ja, plus zwei Schadenspunkte waren die. Ein Zwerg, ein Wort. Immerhin so. Na klar. Sollte bald übergroße Steinklotz Geschichte sein. Bin ich? Meint ihr? Hey. Ja. Der sollte auch gleich auch. Das zeigt, dass ich jetzt nicht mehr. Hey. Und das sieht wie eine Zwischenszene aus. Bei Angrosch Sparte, wir sind zu spät. Diese hinterhältige Schlange ist bereits tot. Jetzt werden wir wohl nie erfahren, was sie zu ihren Taten getrieben hat. Vielleicht erhellen uns ihre Aufzeichnungen. Ich sehe keine guten Tage auf uns zukommen. Das deutet auf eine viel größere Verschwörung hin. Aldesia hat in Murolosch nach einem Zauberportal gegraben und hatte es gerade in aller Ruhe präpariert, während die Gauklerin beinahe für sie den Kopf hinhalten musste. Somit schon mal die Plattenschuhe der Flammen erhalten, also das nächste Stück der Flammenrüstung. Bringt mir einen Mutbonus und das hält natürlich auch ziemlich geringe Mali. Hat zwar nicht ganz die Verteidigungsklasse der Panzerschuhe, aber ich mach mal so, man kann nicht alles haben. Es führt kein Weg daran vorbei. Wenn du die Drachenkultisten aufhalten willst,
musst du durch das Portal gehen und was auch immer finden, bevor sie es finden. Das werde ich. Leb wohl, Prinz Aron. Fortumbla Hortumosch. Habt ihr noch Fragen, bevor ihr euch durch das Portal wagt? Könnt ihr abschätzen, wie weit Eldessia mit ihren Bemühungen mit dem Portal vorangekommen ist? Sie hatte auch erst vor kurzem den Mechanismus entschlüsselt. Bei Angrosch wäre ihr nur etwas später gekommen, wäre sie fort gewesen. Wisst ihr, wohin mich dieses Portal genau führen wird? Das sagen Eldessias Aufzeichnungen leider nicht. Nur, dass es den Weg in irgendwelche Höhlen unterhalb Muroloschs öffnen soll. Habt ihr eine Ahnung davon, wie dieses Portal zu öffnen ist? Offensichtlich sind dazu diese Obsidianscheiben nötig, die in die entsprechenden Vertiefungen an den Säulen gesteckt werden. Ich denke, ihr braucht dann nur noch hindurchzutreten. Ich werde ihre Aufzeichnungen währenddessen noch intensiver studieren und nach Hinweisen suchen. Gut, dann werde ich jetzt den Weg ins Ungewisse antreten. Irgendwo muss das Geheimnis des adamantenen Herzens liegen. Alles klar. Nächste Truhe. Ja. Giftfalle, Brandfalle, Granatapfelfalle, Doppelkonchoma, Konchoma und Nachtwind. Sieht nach einem brauchbaren Schwert aus. Da hinten geht's wohl zu dem Portal. Aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass es so was Ähnliches wie eine Einbahnstraße wird. Mach ich. Schnabelschuhe und so weiter und so weiter. Sollte ich erst noch mal im großen Stil mich ausrüsten, bevor ich da runter wandere. Dukaten und Eldessias Tagebuch. Sag mal, zum einen ist mein Inventar schon wieder randvoll, zum anderen, wie wir ja schon alleine bei zum kleinen Zweikampf mit den Riesen, mit den Golems gesehen haben, kann ein klein wenig an Trinken nicht ganz schädlich sein. Was sehen meine Augen? Hier steht keine Munition mehr.
dem auch. Nein. Vielleicht soll ich auch nochmal hier die Leute beschnacken. Ah, Garrosche. Ich habe gehört, dass ihr es geschafft habt, den Streit der Töchter der berühmten Marin Bosch herbeizulegen. Ich bin beeindruckt. Wir? Oh, ich erwähnte noch gar nicht, dass ich mit den Schwestern verwandt bin. Sie sind meine Cousinen. Naja, jedenfalls hat die Verwandtschaft irgendwann aufgegeben, vermitteln zu wollen. Vielleicht braucht es einfach ein frisches, unbelastetes Gesicht. Ja, das denke ich auch. Manchmal streitet man sich jahrelang und weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Kann er uns sonst irgendwie helfen? Nö, eigentlich nicht. Also, ich würde mal sagen, ich kümmere mich erstmal um die Ausrüstung und so weiter. Tendenziell würde ich sagen, dass man euch mit dem elendig langen Kauf-Verkauf-Zyklus nicht langweilen muss. Da würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen Cut, bis ich effektiv soweit bin, dass man dann unten in die Höhle treten kann. Vielleicht Na klar. Könnte man vorher nochmal dieses Schriftstück, was wir irgendwo aufgefunden haben, Alles klar. Nochmal schnell lesen.